Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und dabei habe ich meine Review zum Film Die Tribute von Panem Teil 3 Mockingjay Teil 1. Verdammt, ist das ein langer Name. Direkt vorweg muss ich sagen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ja, ich weiß, das ist echt ungewöhnlich für mich. Das ist in diesem Fall aber vielleicht sogar ganz gut, denn so rege ich mich nicht über irgendwelches random Zeug auf, was kein Schwein interessiert, nur halt mich, weil ich das Original kenne. Das ist voll scheiße. Kenntnis trägt ihren Zopf links und nicht rechts. Und das ist voll für den Arsch. Das ist wichtig, weil Story und so und Gründe und Kleines Geheimnis unter uns. Sie trägt gar keinen Zopf mehr. Es gibt eigentlich nicht wirklich was Schlechtes, was ich über den Film sagen kann. Der Film ist krass. Wirklich sehr krass. Ich habe lange keinen Film mehr geguckt, wo ich echt mal so dachte, what? Der Film hat deutlich weniger Action als seine Vorgänger, da die titelgebenden Hungerspiele eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Man könnte davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie ein Problem darstellt, aber nope. Der Film kommt fast komplett ohne Action aus und ist dabei so heftig. Was das generelle Fehlen von großer Action rechtfertigt und wieder wettmacht, ist an und für sich komplett Katniss. Dass Jennifer Lawrence eine gute Schauspielerin ist, wissen wir alle, ansonsten hätte die Gute keinen Oscar bekommen. Aber was sie hier in dem dritten Teil macht, das ist echt ultra heftig und das setzt ihrer generellen Schauspielkunst, finde ich, einfach nochmal eine Schippe obendrauf. Direkt zu Anfang sehen wir Katniss und wir wissen eigentlich schon sofort, fuck, der geht's echt dreckig. Und das wird über den Verlauf des Films nicht besser, das wird nur noch schlimmer. Und gerade das lässt einen die Action eigentlich auch nicht vermissen, weil man wirklich so mitgerissen ist von dem Schicksal von Katniss und den ganzen anderen Bewohnern aus den Distrikten, dass man sich die ganze Zeit nur so denkt, fuck. Der Film braucht gar keine Over-the-Top-Action. Nein, es reicht wirklich zu sehen, wie Katniss versucht, mit ihrem ganzen Traumata klarzukommen und es hier einfach von Szene zu Szene eigentlich immer dreckiger geht. Ich meine, das ist eigentlich generell ein echt mutiger Schritt, so einen Hollywood-Blockbuster, wo Produzenten dahinter stehen, die wirklich nur garantieren wollen, dass sie den möglichst großen Gewinn daraus schlagen können, Sachen zu machen, die für einen großen Blockbuster halt einfach untypisch sind. Und gerade das finde ich bei dem Film so unfassbar geil. Denn wir alle wissen, wie das normalerweise in solchen Hollywood-Filmen dann abgeht. Als ich heute Morgen zur Tür raus bin, wusste ich schon, es wird ein echt dreckiger Tag. Ich habe erfahren, dass mein Partner Drogen schmuggelt. Außerdem hat meine Frau mit ihm geschlafen. Und dann hat er meine gesamte Familie getötet. Ich habe ihn nur mit meinen bloßen Fäusten das Hirn in den Beton geprügelt. Danach habe ich einen nuklearen Holocaust verhindert. Und als Folge davon bin ich unfruchtbar geworden und querschnittsgelähmt. Aber das Leben ist kein Ponyhof. Panem macht genau das nicht. Katniss schüttelt diesen ganzen Scheiß, den sie in Teil 1 und Teil 2 erlebt hat, nicht einfach weg. Nein, der geht's echt richtig dreckig. Und dass man das mal zeigt, dass man das mal wirklich so ein Thema anfasst, was man normalerweise in diesem Film nicht sieht, finde ich richtig, richtig gut. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist der Film dementsprechend auch wirklich sehr emotional, da wenn euch das Schicksal von Katniss am Arsch vorbeigeht, wahrscheinlich irgendwas nicht mit euch stimmt. Das Ganze wird dann mit sehr viel Politik und ich nenne es mal Beherrschung der Massen durch Propaganda garniert. Und das hat einen sehr verstörenden Effekt auf mich gehabt, da ich da sehr viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit gesehen habe. Und ich glaube, da sollte jeder RTL-Zuschauer oder ProSieben-Zuschauer unbedingt mal so ein bisschen in sich gehen und darüber nachdenken. ISIS! Russland! Putin! Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade einen Frosch im Hals. ISIS, Russland, Putin. Man kann bei dem Film also sogar was lernen. Wenn man da mit offenen Augen und Ohren zuguckt und zuhört, dann kann man da wirklich sehr viel mitnehmen. Aber ich könnte mir jetzt persönlich vorstellen, dass viele andere Leute gerade das so ermüdend oder langatmig finden könnten in dem Film jetzt. Aber ich persönlich muss sagen, ich habe die Action zu keinem Zeitpunkt ansatzweise vermisst. Und selbst wenn man jetzt nicht unbedingt der Fan von solchen nicht so actionlastigen Filmen ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall trotzdem, sich diesen Film anzugucken, weil das Ende wirklich alles wieder wettmacht.
Das macht alles wieder wett. Ich meine, ich saß im Kino ungefähr so da. Und das ist etwas, was mir in letzter Zeit im Kino wirklich nicht mehr oft passiert. Interstellar. Der Film war wirklich sehr, 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 sehr gut. Aber wenn ich ihn direkt vergleiche mit zum Beispiel Teil 2, wo ich wirklich Gänsehaut im Kino hatte. Da hatte ich wirklich Gänsehaut. Diese Herrchen standen Biene 1. Leider ging es mir bei dem Teil jetzt nicht ganz so. Aber das ist jetzt wirklich nur, ich sag mal, negatives Rosinenpicken, ja. Da ich euch zum einen den Film nicht spoilern möchte und zum anderen es wirklich keine großen negativen Kritikpunkte bei mir über den Film gibt, bin ich jetzt so ziemlich eigentlich auch schon wieder am Ende. Dieser Film ist verdammt clever und verdammt intelligent. Er schafft es nur durch seine Figuren allein, allen voran Katniss und Peter, die Action überhaupt nicht vermissen zu lassen. Man ist so mitgerissen von den Geschichten dieser Charaktere und hat wirklich so ein Mitleid mit ihnen und hat auch zu stellenweise wirklich Angst um sie, dass das genug Nervenkitzel ist. Da müssen nicht ständig irgendwelche Sachen in die Luft fliegen. Da muss nicht irgendein riesiger Optimus Prime durch New York zerhacken und alles wegficken. Nein, braucht der Film nicht. Die schauspielerische Leistung der Schauspieler ist so gut und die Story ist auch wirklich so gut geschrieben, dass das alles hinfällig macht. Aber natürlich muss ich ein bisschen pingelig sein. Und genau aus diesem Grund bekommt Die Tribute von Panem Teil 3 Mockingjay Teil 1 8,9 von 10 Punkten. Wenn euch Teil 1 und Teil 2 gefallen haben, dann könnt ihr auch bedenkenlos in Teil 3 gehen. Er ist zwar stilistisch ein klein wenig anders, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Der Film haut euch weg. Zumindest war es bei mir so der Fall. Ich war in keinster Weise enttäuscht und ich kann euch jetzt nur noch sagen, geht ins Kino und guckt diesen Film. Tut es! Überraschung. Ja, ich bin doch nochmal da und ich will natürlich einfach nur nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn ich habe auch noch ein paar andere Reviews schon gemacht und wenn euch diese Review gefallen hat, dann schaut euch doch auch nochmal die anderen an, eventuell gefallen sie euch ja auch oder alternativ habe ich gerade erst eine Let's Play von Batman Arkham Asylum abgeschlossen, das könnt ihr euch da angucken, ist jetzt mit 27 Parts komplett. Wer das Spiel nicht kennt, sollte da unbedingt mal reinschauen. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch noch tierisch freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Denn mehr Abonnenten bedeuten mehr Gebauchpinsel für mich. Und desto schneller gibt es dann auch neue Videos. Also, bis dahin, tschö mit Ö und hauen Sie, bauen Sie!